Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ja, X3 Albion Pilot, dem Asteroiden Miner Simulator sozusagen. Ja, ich habe endlich ein Video gefunden. Und zwar ein. Ja gut, ich habe gerade erst den Asteroiden gesprengt und nach drei kleinen Asteroiden war endlich mal ein Nividium dabei. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, bis wir die 75 voll haben. Aber gut, besser als nichts. Außerdem, seht ihr dieses komische schwebende Ding da bei dem Schiff hier? Das Teil? Warum schwebt das da? Darf das überhaupt schweben? Wenn wir uns bewegen, bewegt es sich mit? Ich habe echt keinen Plan, was das sein soll. Vielleicht hat jemand einen Hinweis dazu. Muss das so oder ist das ein Fehler? Keine Ahnung. Na gut, wir machen jetzt weiter. So, gibt's denn hier noch was? Hier sind klein. Okay. Asteroid. Sagen wir ein bisschen weiter weg. Das ist nicht ganz so klein anscheinend, oder? Doch. Den können wir einsammeln. Oder auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, können wir nicht. Den müssen wir noch ein bisschen kleiner machen. Genau. Asteroid. So. Jetzt können wir es einsammeln. Gut, den wo er nicht, Asteroid. aber den vielleicht. Asteroid. Genau. Frachtraum enthält nun Nividium. Nividium. Asteroid. Klingt wie Musik in meinen Ohren. Nividium. Puh. Frachtraum enthält nun Nividium. Ja, noch mehr Nividium. Asteroid. Okay, haben wir schon 3 von 75. Frachtraum enthält nun Trümmer. Och, Mensch. Asteroid. Asteroid. Also ich werde jetzt natürlich nicht hier alles aufnehmen Frachtraum enthält nun Ni Asteroid. von dem ganzen Einsammeln hier, weil Asteroid. wäre schon ein bisschen langweilig. So, was haben wir hier? Asteroid. Aber so ein bisschen Asteroid. gehört ja zum Spiel dazu. Wenn ihr es nicht sehen Frachtraum wollt, könnt ihr enthält nun vorspulen. Nividium. Asteroid. Ach, nie wieder. Frachtraum enthält nun Nividium. Scheint kurz voranzugehen Asteroid. hier. Asteroid. Frachtraum enthält nun Nividium. Oh Asteroid. ja, ganz viel Individuum. Frachtraum enthält nun Ni Frachtraum enthält nun Nividium. Ja, du bist ein Kein bisschen Ziel. größer. Oh, okay, sind wir schon angestoßen. Asteroid. Na, was hast du? Frachtraum enthält nun Frachtraum enthält nun Ni Asteroid. Ganz viel Individuum. Frachtraum enthält nun Ni Asteroid. Okay. Asteroid. Frachtraum enthält nun Nividium. Wie viel haben wir denn jetzt? 19 haben wir schon. Wow. Oh, das geht doch super voran hier. Mache ich vielleicht keinen Cut? Weiß ich Asteroid. nicht. Mal schauen. Wenn jetzt die nächsten 5 noch ein Video werden, mache ich keinen. Und wenn doch, dann. Naja, mach ich einen. Bis wir 74 haben. Oder ein bisschen größer, die müssen wir noch zerstören. Machen wir jetzt einfach so. Ist ja nur das Asteroid. Schild. Oder der Schild. Wie auch immer.
enthält nun Trümmer. Okay. Da war schon Trümmer dabei. Okay. Was bist du? Frachtraum enthält nun Nividium. Okay, eins. Frachtraum enthält nun Nividium. Zwei. Frachtraum enthält nun Nividium. Drei. Frachtraum enthält nun Nividium. Vier. Und ist hier noch eins? Ein bisschen weiter weg. Ah, hier ist was nicht, schade. An alle Schiffe, hier ist das argonische Oberkommando. Unsere Stationen werden ohne Unterstützung nicht lange durchhalten. Besiegen Sie die angreifenden Terraner im Zentrum der Arbeit. Asteroid. So, was bist du? Erstmal größerer. Brocken anscheinend. Einmal klein machen. Und. Asteroid. Asteroid. Na, jetzt. Asteroid. Das wollte ich auch nochmal klein machen hier. Das geht auch gar nicht. Einfach gegenfliegen, das passt schon. Schild lädt sich immer auf. Frachtraum enthält nun Trümmer. Oh, schade. Okay. Asteroid. Frachtraum enthält nun Nividium. Dann machen wir hier einen kleinen Cut. Ich bin wieder zurück, wenn wir 74 Nividium haben. Und ja, dann kommt ihr wieder dazu und wir sammeln das letzte Nividium ein. Hoffentlich. Und ja, dann bringen wir es zurück natürlich. Zu den Teladi. Und mal gucken, was wir dafür kriegen. Was werden wir denn dafür kriegen? 2 Millionen. Oh, das ist nice. Wie viel haben wir dann? 6 hätten wir dann. Ja, das dauert dann noch ein bisschen. Okay. Gut, also bis gleich. So, und da sind wir wieder. Wir haben 74 Nividium. So lange hat das gar nicht gedauert. Vielleicht so 10 Minuten. Naja. Auf jeden Fall nicht so lange. Und wir nehmen hier so einen schönen Brocken nochmal als Endstück. Nehmen wir den. Asteroid. So. Hoffentlich ist es überhaupt ein Nividium. Und. Frachtraum enthält nun Nividium. Ja, jetzt haben wir 75 Nividium gesammelt. Sehr schön. Asteroid. So, damit werden wir jetzt, können wir gleich dahin springen, theoretisch. Bitte in Hauptquartier müssen wir, glaube ich. Ja. Gut. Wir machen was am besten. Eigentlich ist die Harp hier schnell genug. Die kann eigentlich allen ausweichen. Aber wenn wir sie verlieren, ist auch blöd. Auf jeden Fall fliegen wir da erstmal hin. Um zu gucken, ob sie im Asteroidenfeld ist oder nicht. Wenn ja, dann müssen wir sie erstmal rausmanövrieren. Da sie sonst viel zu schnell ist. Für den Autopiloten. Na, ist aber ein bisschen außerhalb. Gut. Natürlich können wir es auch abholen. Später noch. So.
So, du dockst bitte. Dockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Ja gut, das schaffst du so. Sehr schön. Dann springen wir einmal zu den Teladi. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, Und 30. wir holen dann die Harpyie später ab. Mit der Cerberus. Erreiche System. PTNI Hauptquartier. So, da sind wir auch schon. NMNC Hauptquartier. NMMC. Pilot, hier ist das Argonische Oberkommando. Wir werden einen Vorstoß wagen nach Asteroidengürtel. Machen Sie endlich! Ja, aber erst später. Viel, viel später. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. So, haben wir das geschafft. Endlich. Und so, brauchen wir die Sektorkarte noch? Ich glaube nicht. Mal gucken, was so als nächstes kommt. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO. Das Teladi-Unternehmen ist über die Gelegenheit, mit jemandem wie Ihnen großen Profit zu machen, erfreut. Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Eingehende Nachricht. Gut. Wir haben Sie nicht so schnell zurückerwartet und schauen Sie sich nur das ganze Individuum an, das Sie mitgebracht haben. Während Sie weg waren, haben wir die Blutteichdaten eingehender studiert und es stellt sich heraus, Achtung! Sicherheitsdienst, wir haben einen 210 im Kraftwerk auf Ebene 1, Sektion 6. okay, Kraftwerk, okay. Dass unsere Annahmen richtig waren. Entschuldigung. Es gab zahlreiche finanzielle Zuwendungen an eine bisher unbekannte Gruppierung, von der wir annahmen, dass es ein Piratensyndikat ist. Mit diesen Geldtransfers verknüpft haben wir detaillierte Pläne über unsere Schiffsbewegungen gefunden. Es scheint so, als würde Blutreich Söldner anheuern, die unsere Schiffe und Stationen attackieren. Wir glauben, dass ein erneuter Übergriff auf unsere Schiffe kurz bevorsteht. Deshalb haben wir zusätzliche Verteidigungsmaßnahmen am vermuteten Überfallsort Grüne Schuppe installiert. Stoßen Sie bitte zu den Verteidigungskräften und unterstützen Sie sie nach Kräften. Okay. Verstanden. Gut, aber Quatsch, ich habe jetzt keinen Timer gerade. Das ist ein bisschen blöd, aber trotz allem speichern wir erstmal. Waren das jetzt schon 20 Minuten? Ich glaube nicht. Na gut, wir können ja einmal hinfliegen. Beziehungsweise erstmal das Schiff wechseln. Und da sind schon ein paar Piraten. Kommen jetzt anscheinend die ganze Zeit hierher. Naja, sollen sie machen, solange es keine Xenon sind. So, Cerberus. Kommando akzeptiert. Komm mal her. So, da unten bist du. So, Kommando abbrechen. akzeptiert.
ein Stück. Gut, da haben wir sie. Cerberus. Schön. Erstmal ein bisschen weg hier und dann darf das Abbauschiff erstmal hier andocken. Nicht handeln, sondern andocken. Alle Schüsse, ja. Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, wir müssen jetzt nach grüner Schuppe. Da. Sprungantrieb. Mal gucken, was da los ist. 10%, 20. Hinfliegen können wir ja schon mal. Erreiche System, grüne Schuppe. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Zeit enorm schnell rumgeht hier. Pirat, Bussard, Angreifer. Aber die können wir noch zerstören hier. Komm her. Komm her. Im Namen des Vorsitzenden CEO, das Teladi-Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Oha. Was haben die denn hier angeschleppt? Ein Centauro. Den müssen wir aber schon schnell ausschalten, ja? Und welches ist das Ding? Morgensternrakete. Okay. Ziel verlässt Feuerreichweite. Hier wurden ein paar Maßnahmen ergriffen anscheinend. Hoch erfreut, Sie hier begrüßen zu dürfen. Gemeinsam haben wir heute viel Profit vor der Vernichtung bewahrt und konnten unseren Konkurrenten eine herbe Niederlage beibringen. Wir haben die Piratenbasis geortet. Vernichten Sie sie. Im Namen des Profits. Oha. Die ganze Piratenbasis vernichten? Gewächsstationen. L. Alpha. Wo ist sie denn? Piratenbasis. Noch weiter da hinten. Oha. Auf was sie überhaupt hinkriegen, eine Station zu zerstören? Auf jeden Fall würde ich vorher einmal abspeichern. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt wirklich. Gewächsstationen. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns. Ne? Im Namen des Vorsitzenden CEO, das Teladi-Unternehmen ist über die Gelegenheit, mit jemandem wie Ihnen großen Profit zu machen, erfreut. Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Genau. Och, Mensch. Achtung, Sicherheitsdienst. Wir haben einen 7-1-1 im Technikraum auf Ebene 7, Sektion 8. Okay. Ja, also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann vernichten wir eine Piratenbasis. Hoffentlich. Wenn wir es hinkriegen. Ja. Bis denn, würde ich sagen.